Tiermission des Tages lautet: Finde ein oder mehrere Reef Sharks. Das heißt, wenn ihr jetzt erstmal nichts mehr von uns seht oder hört, dann wurden wir entweder gefressen oder die Kamera funktioniert nicht mehr oder beides. Hallo. Morgen. Wir sind in Coral Bay. Wir sind in Coral Bay immer noch. Wir haben eine Tour gebucht und die startet heute. Wir fahren nämlich ins Auto an den Galuri und hoffen, dass wir Manta Rays sehen. Und nicht nur sehen, sondern dass wir auch wieder mit denen ein bisschen schnorcheln können. Wir sind hier schon wieder equipped. Die L bei mir wieder nicht gepasst, das heißt, sie gibt wieder XL. Flossen haben wir, aber Snorkelmaske haben wir noch nicht. Das kann natürlich auch passieren, dass wir jetzt nicht nur mit Rochen schnorcheln, sondern es kann auch sein, dass ein paar Haie und ein paar Schildkröten dazukommen. Fliegen sind immer noch sehr aktiv. Schrecklich, aber auf dem Boot wahrscheinlich nicht mehr. Wir sind mal gespannt jetzt, wie die Tour wird. And you will see.
Alleingang durch. Die Crew hat jetzt ein Flugzeug hochgeschickt und die gucken jetzt gerade, wo die Manta Rays zu finden sind, damit wir da gleich runter können, die Tierchen mal aus der nächsten Nähe betrachten können. Da oben chillt die Crew. Ja. Wir warten jetzt auch, dass wir einen Manta Ray spotten. Das Rifftauchen war gerade schon richtig, richtig geil. Das Wasser ist hier super, super klar. Die hat eine Liste, wo die abhakt, ob noch alle leben, ob alle noch an Bord sind. Super chillig, super durchorganisiert. Leckere Cracker und Kaffee. Die nehmen das hier schon ernst und haben trotzdem irgendwie immer noch ein Lächeln auf den Lippen. Das ist nice. So sieht's aus auf dem Boot hier. Wir warten jetzt, dass die Manta Rays sich blicken lassen und dann geht's nochmal ab nach unten ins Wasser.
Das war jetzt auf jeden Fall der Hammer gerade. Wir waren so dicht dran an den Tieren. Der ist einfach nur majestätisch vor uns hergeschwommen. Aber wir hatten ganz schön zu tun, der Taucherin hier neben, hinter uns hier zu folgen. Die sind super schnell, die Tiere. Auch wenn das jetzt auf den Aufnahmen nicht so aussieht. In der Maske müsste man immer ordentlich Luft holen, weil die nicht so viel Sauerstoff durchlässt. Schnell, schnell, schnell. Die Leute hier auf dem Boot, also sowohl die Teilnehmer, sage ich jetzt mal, und auch die Crew, die haben auf jeden Fall richtig Bock. Die Stimmung hier ist super, super cool. Es macht richtig Spaß. Jetzt gibt es erstmal Lunch und dann fahren wir noch mal ein bisschen raus und snorkeln weiter. Snorkeln. Wir haben dreimal mit den Rochen geschnorchelt, Riesenschildkröten gesehen, Barsch, Springen sehen und bisher ist absolut geil, weil jeder hat irgendwie Bock, die Crew hat Bock, man sind jedes Mal aufgeregt und excited, wenn sie was sehen und fahren umher und gucken. War mega cool, super geil. Wal, Turtle, Delfin, Fische, Korallenriff, Alter, geil. Geil, geil, geil. The way it's going to work is that you can start off on this side as Jake makes sure there's no flies. Ja, aber das habe ich nicht erkannt.
wart ja alle hinter mir. Gesehen habe, dann habe ich gedacht, Mann. Dann waren das so, oh ja, krassen Hai, dann, oh, und dann war, crazy, Mama, es war nicht gefährlich. Der absolute Hammer, ich glaube, der größte Hai war 2 Meter, ungefähr fast 2 Meter. 2,50 Meter, mindestens. Mindestens, da war bestimmt, keine Ahnung, 15 Haie. Maria, die Buchse voll. Nee, denke ich nicht mehr, nee. Aber also, wie ich die gesehen habe, das erste Mal, oh mein Gott. Wo ist die? Ich dachte, ich schwimme mal bei ihr, bei dem Guide. Ja, ja. Sie hat die beste Position. Wir haben gestern erfolgreich unsere Schnorcheltour absolviert. Das war der absolute Oberhammer. Kann man nicht anders sagen. Haie, Rochen, Schildkröten, Riesenkorallen. Absoluter Oberhammer. Wir sind alle immer noch geflasht heute. Wir verlassen heute Coral Bay wieder. Und hier hinten an der Bay, wenn man da hinten ein bisschen weiter rechts vom Strand aus lang geht, ist so ein Sammelpunkt für Riffhaie. Eine Sache, die wir uns hier in Australien so ein bisschen angewöhnt haben, ist ab und zu, wenn wir mal am Strand lang gehen, einfach mal, wenn wir was sehen, ein Stückchen Müll oder eine Dose oder was auch immer da liegt, einfach einzupacken, mitzunehmen und wegzuschmeißen. Gerade wenn man hier so in diesem Land unterwegs ist und die Natur so kennenlernt und taucht und so viele Schildkröten sieht und da so ein bisschen dichtere Einblicke bekommt, einfach wie das Ökosystem hier aussieht, dann kriegt man irgendwie, finde ich, ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Oder wenn man dann die Bilder sieht von den Schildkröten oder die Schildkröten, tote Schildkröten sieht oder sowas, dann tut einem das schon ganz schön leid. Und es hätte so einfach sein können, weil das vielleicht genau das Stückchen Plastik war, was man halt eben nicht aufgehoben hat. Ja, und ich finde, wenn man hier so mit den in der Natur unterwegs ist und mit den Tieren unterwegs ist, dann kriegt man einfach einen ganz anderen Blick für seine Umgebung. Und sieht dann einfach mal, wie geil unsere Erde ist. Und dass man das auf jeden Fall irgendwie erhalten muss, auch wenn man im Kleinen anfängt. So wie es aussieht, sind wir schon relativ dicht dran. Wir haben ihn gesehen. Warte. Die Haie sind jetzt so nah. Da sind irgendwie bestimmt 10 Haie auf einem Fleck. Das ist echt stark hier, ey. Gesundheit, Christoph. Was für ein Gefühl ist es, mit Haien im Wasser zu stehen? Das ist schon ein bisschen komisch. Alles mal absolut geil. Ich glaube, wir waren Haien noch nie so nah wie jetzt gerade. Wir gucken uns das Ganze mal aus der Luft an. Ab geht's. Thank you.
ich sollte vielleicht mit dem Handy aus dem Wasser raus.